Hey Leute, guckt euch das mal an. Hinter jedem dieser Reifen steckt jede Menge Herzblut, Schweiß, Arbeit, Gemeinschaftsgefühl, Team und natürlich jede Menge Gespräche mit Kunden und mit Kunden, die dich hoffentlich auch wirklich wertschätzen. Und genau das ist die Sache. Ich habe festgestellt, im Laufe der Zeit, in der ich sehr viele Betriebe kennengelernt habe, dass zum Teil die Wertschätzung gar nicht so da ist, wie du sie eigentlich verdient hast. Stell dir mal vor, was alles nötig ist und was du alles können und wissen musst, um sowas hier zu machen, ja? Dass nachher der Kunde wieder sicher und ordentlich unterwegs ist. Und kann es der Kunde würdigen? Versteht er das? Verstehen die Leute da draußen, was du da alles für sie tust? Vielleicht deine Stammkunden, aber diese Reise ist viel größer. Meinst du nicht, es ist langsam an der Zeit, dass die Autofahrer verstehen, wie wertvoll ihre Werkstatt für sie ist, dass du kein austauschbarer Dienstleister bist, dass du was Besonderes bist, dass die Leute da draußen voller Anerkennung und Lob zu dir kommen und dich wertschätzen und sagen, darf ich bitte dein Kunde sein? Genau das ist jetzt an der Zeit und es ist möglich. Wir sind die Kfz Rockstars und wir haben es geschafft, dass endlich die Region versteht, wer du bist und was du kannst. Und das ist die Belohnung dafür, für deine tagtägliche harte Arbeit. Wenn du auch willst, dass sich dein Betrieb beruhigt, dass du ordentliche Erträge hast, dass du wirklich anerkannt wirst, dass die Leute in der Region dich dafür feiern, was du kannst, dann solltest du dich einmal kurz bei uns vorstellen. Du findest unter diesem Video einen Link. Dort kannst du dir einen Strategiecheck organisieren und da würden wir einfach mal schauen, ob du jemand bist, der es schaffen kann, in seiner Region zum absoluten Kfz-Rockstar, also zum bekanntesten und beliebtesten Anbieter zu werden, der die Kunden hat, die er wirklich haben will und die Erträge, die er wirklich braucht, um diese unglaubliche Qualität da draußen jedem zu geben, der es verdient.